Macht ihr mit beim Mähfreien Mai? Ich zeige euch mal ein paar Pflanzen in meinem Garten. Fangen wir mal an mit dieser hübschen Pflanze hier. Das ist Gundermann. Wird sehr, sehr gerne von Insekten besucht, vor allen Dingen von Hummeln und anderen Wildbienen. Und ist außerdem essbar. Man kann die Blätter essen im Salat, allerdings nicht zu viel davon. Sie sind ziemlich würzig, aber sie schmecken auch super mit Schokolade überzogen. Besonders freue ich mich über diese Pflanze. Das ist nämlich das Wiesenschaumkraut. Und das Wiesenschaumkraut ist die Lieblingspflanze der Aurora-Falterraupen. Und wenn man Glück hat, kann man morgens ganz früh im Morgentau den Aurora-Falter auf dieser Pflanze sitzen sehen. Direkt daneben seht ihr hier den Wiesensauerampfer. Erkennen könnt ihr ihn gut unten an der Basis seiner Blätter. Da sind so zwei kleine Spitzen dran. Der Sauerampfer ist auch essbar. Hier habe ich den Lärchensporn. Der ist schon verblüht. Das ist auch ein ganz fantastischer Frühblüher und sehr gern wird er besucht von Insekten. Und direkt daneben habe ich das Vergissmeinnicht, das auch sehr gerne von Insekten besucht wird. Natürlich habe ich auch Gänseblümchen in meinem Garten. Auch die machen sich hervorragend als Dekoration im Salat und werden gern von Insekten angeflogen. Direkt daneben habe ich hier den Spitzwegerich, unser Wiesenpflaster, ein tolles Heilkraut und auch da sind die Knospen essbar. Und daneben habe ich eine Pflanze, die man für Löwenzahn halten könnte. Aber schaut euch mal die Oberfläche dieser Blätter ganz genau an. Die ist so ein bisschen pickelig behaart, wie die Haut eines kleinen Ferkels. Und deshalb heißt die Pflanze tatsächlich Ferkelkraut und blüht aber ganz ähnlich wie der Löwenzahn auch. Das hier ist eine Nachtkerze. Sie blüht natürlich noch nicht, aber wenn sie blüht, wird sie gern von Nachtfaltern angeflogen. Und vor allen Dingen, die Samen sind sehr beliebt bei vielen Vögeln. Auch einige Veilchen sind aus meinem Beet ausgewandert und machen sich das nun in meinem Rasen gemütlich. Auch Johanniskraut ist in meinem Garten zu finden. Und wie ihr sicherlich alle wisst, ist es eine ganz tolle Heilpflanze. Zu erkennen ist das Johanniskraut an diesen hellen Flecken auf den Blättern, die aussehen wie kleine Löcher. Deshalb heißt es auch Hypericum perforatum, also wie perforiert. Ich habe natürlich auch ganz viel Löwenzahn in meinem Garten. Ihr könnt ihn gut erkennen, natürlich an der gelben Korbblüte, die keine Röhrenblüten enthält, sondern nur Zungenblüten. Der Stiel ist hohl und hat Milchsaft und die Blätter sind typisch mit diesen kleinen Löwenzähnchen. Und hier habe ich noch kriechenden Günsel für euch. Es ist auch ein Lippenblütler und ihr könnt ihn gut daran erkennen, dass ihm quasi die Oberlippe fehlt. Ansonsten zeigt er den typischen vierkantigen Stängel. Und wird auch sehr gerne von Insekten besucht. Bis Ende Mai blühen natürlich noch viel, viel mehr Pflanzen in meinem Rasen. Wie ist es bei euch? Was blüht in eurem Rasen?